Lara ist hineingewachsen in ihre Religion. Sie ist Jesidin, weiß aber nicht wirklich viel darüber. Überhaupt in meinem Fitnessstudio sind noch viele andere Jesiden. Ich kam also mit Lara ins Gespräch. Was macht den Unterschied zwischen Religion und Christsein aus? Für manche gar nicht zu unterscheiden, denn auch im Christentum haben viele Menschen ihren Glauben zu einer Moral- und Wertesystemglauben umgedeutet. Im Buddhismus finden wir sehr stark die Moral im Mittelpunkt. Beim Zen-Buddhismus ist es Spiritualität und Erkenntnis. Für jemanden, der sich diese Fragen nie gestellt hat, scheint es jetzt erst einmal unübersichtlich zu werden. Kann man nicht glauben, was man will, oder das Buch, die Schrift oder Philosophie nehmen, die einem am besten gefällt? Unbewusst machen wir das wohl alle. Die Frage, die sich stellt, ist: Wer soll dein Glaube sein? Denn wenn der Glaube keine bestätigende Grundlage hat, man kann nicht an ein ewiges Leben glauben, wenn man nicht selber das ewige Leben hat. Man kann nicht an einen persönlichen Gott glauben, wenn Gott selbst dem Menschen nicht dieser Glaube ist. Deswegen ist erstmal unerheblich sogar, welches Buch, Schrift oder Philosophie der Mensch hat. Übrigens, im Glauben der Israeliten stehen die Aussagen Gottes im Mittelpunkt und die Erfahrung des auserwählten Volkes mit Gotteszeichen. Also auch noch nicht Gott selbst als Beziehungsglaube, leider. Alle Inhalte, zum Beispiel seiner Gebote, seine Opferrituale, seine Reinigungsgebote, wiesen auf ihn selbst hin, auf den Christus, auf die Erlösung. Wir wissen von nur wenigen Menschen, die im Alten Testament beschrieben werden, die diese Christuserkenntnis hatten. Den meisten Menschen hatte genügt, punktuell geheilt, vergeben, irdische Gerechtigkeit widerfahren zu bekommen. In einigen Religionen bezieht man sich auch auf den Schöpfer Gott, hat aber, wie bei den Israeliten, eine Religion daraus geschaffen. Jetzt stellt sich die Frage, was ich mit Religion jetzt meine. Der Begriff wird ja öfters unterschiedlich verwendet. Religion ist, wenn ich eine Moral-Werte-Überzeugung lebe. Kann man auch mit dem Neuen Testament und dem Glauben an Christus produzieren. Dann geht man umher und proklamiert die Nächstenliebe, Feindesliebe oder die Sittsamkeitslehre oder irgendeine andere Kardinaltugend. Man bietet feil, was die Schrift durch Christus gesagt, Belohnung im Himmel, dass man ja selbst ein Kind Gottes ist oder Ähnliches. Dass diese Inhalte in dem Leben der Menschen aus der Beziehung in Christus, durch Christus heraus entstehen sollen, wird oft nicht klar dabei. Und somit werden sie schnell zu einer Tun-Wohlergehen- oder Recht-Haben-Religion. Dies kann unbemerkt auch bei den Christen geschehen, dass sie Spiritualität und oder Moralwerte zum Mittelpunkt haben, dabei aber übersehen, dass Gott sich kreuzigen ließ in der Gestalt des Christus und heute jeder Mensch den Christus als sein eigenes Leben empfangen gehabt haben sollte. Und ist dies nicht so, fehlt jegliche, die eine Grundlage. Er selbst. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul longs and even faints for you. Hear my heart is saddened.
the shadow. Thousands of